Hey Leute, willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sollen jetzt die Königin beschützen, dann machen wir das doch mal. Kellachs Angriff. Schön euch zu sehen. Es ist eine Ehre, euch in den Reihen der Wachsamen zu wissen. Ich bin stolz, eurem Orden anzugehören. Wie sieht unsere Strategie aus? Die Reihen geschlossen halten, die Königin verteidigen. Kellach vernichten und ebenso die Armee, die ihm folgt. Die Wachsamen werden unseren Sieg sichern. Hiroki, ich danke euch im Namen Königin Jennas und ihrer Seraphen. Grüß die Königin von uns, Hauptmann. Aber macht ihr klar, die Wachsamen kämpfen für mehr als nur Königin Jenna oder Kryta. Im Krieg gegen die Drachen müssen sich alle Völker von Tyria gemeinsam erheben. Nur mit unserer vereinten Kraft kann Tyria Saitan besiegen. Königin Jenna bringt Frieden und Hoffnung. Ihrem Volk und ganz Tyria. Mögen ihr Leben und ihr Königreich sicher sein vor dem Bösen aus Orr. Ich sehe, das Pflichtbewusstsein der Wachsamen ist ebenso unverrückbar wie ihr Ehrgefühl. Die Vertretung der Krone wird sich in eurem Orden wie zu Hause fühlen. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Heute gegen Kellach, morgen gegen Orr. Das habt ihr gut gesagt. Gut, dann werden die wohl jetzt gleich erstmal anrücken. Ich will gar nicht Saitan besiegen. Ich mag Saitan. Oh Gott. Ja. Okay, wir müssen wahrscheinlich jetzt erst nochmal hier mit dir reden. Vorsicht! Oder das so starten. Eure Majestät, Königin Jenna, hört mich an. Lasst mich zu euch. Ich werde euch nichts tun. Ich brauche nur euer Blut. Für Kryta. Corporal Kellach, ihr seid nicht klar im Kopf. Lasst eure Waffen fallen und ergebt euch. Nein, ich brauche ihr Blut. Königliches Blut. Versteht ihr denn nicht? Es kann die Verderbnis heilen. Es macht uns alle frei. Das stimmt nicht, Kellach. Alastia Kree hat euch angelogen, nur um die Königin in Gefahr zu bringen. Nein, ihr habt Unrecht. Es muss einen Weg geben. Sagt ihn mir. Ich werde euch alle töten, um Kryta zu retten. Euch alle! Nein, ihr haltet mich nicht auf. Für die Königin! Okay. Alle töten, um alle zu retten, so ungefähr. Der arme Kellach. Seine Fehler beginge aus Liebe zu Königin und Vaterland. So viele Fehler. Alle aus guten Gründen begangen. Die Königin hätte getötet werden können von jemandem, der sie liebt. Das macht einen doch sehr nachdenklich. Alles ist gut, Logan. Die Königin ist sicher. Konzentriert euch auf die Zukunft, dann bleibt auch Kryta sicher. Wie General Almora sagte, einige müssen kämpfen, damit alle frei sein können. Ihr habt heute eure Kraft und Ehre bewiesen. Begebt euch in das Ordenshaus der Wachsamen in Löwenstein. Dort erwartet euch euer erster offizieller Einsatz für den Orden. Ich freue mich drauf, Hiroki. Zeit, Teil einer größeren Welt zu werden. Logan, geht es euch gut? Ihr seht verstört aus. Ich bin froh, dass Jenna in Sicherheit ist. Aber diese Sicherheit ist nicht von Dauer. Wie alles, wenn wir die Drachen nicht aufhalten können. Die Drachen kann eine einzelne Person nicht besiegen. Nicht mal eine einzelne Nation. Es muss einen anderen Weg geben. Glaubt ihr, dass wir unsere Fehler korrigieren können, mein Freund? Wieder gut machen, was wir getan haben. Ich weiß, dass wir das können, Logan. Zu stolpern macht uns menschlich. Wieder aufzustehen, das macht uns zu Helden. Ihr habt recht. Ich habe mich zu sehr auf die Sicherheit der Königin konzentriert. Ich bin gern an ihrer Seite. Aber vielleicht ist das nicht der Ort, wo ich sie am besten verteidigen kann. Oder Kryta. Eine alte Freundin namens Kaith will mich in Löwenstein treffen. Ich werde ihre Einladung annehmen.
Das halte ich für eine sehr gute Idee. Wir sehen uns dann in Löwenstein. So teilweise erinnert mich die Musik dann doch schon so ein bisschen stellenweise echt an Dark Age of Camelot. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Was kriegen wir denn jetzt hier? Eine Geisterscherbe. Damit können wir magische Gegenstände in der mystischen Schmiede kaufen. Eine bestickte Geldbörse. Wachsam macht. Waffenbehälter der Wachsam und Zweltertritt. Das ist doch schon mal ganz nett. So viele Schätze haben. Es gab jetzt auch ordentlich XP. Und dann schauen wir doch mal. Streitkolben, nee, nicht so unbedingt. Das hier können wir auf jeden Fall erstmal ändern. Und ich hätte gerne am meisten Kraft und dann noch ein bisschen Präzision. Ja, das ist doch super. So, einmal bitte ausrüsten. Dann haben wir hier noch so ein paar Schuhe. Und da holen wir uns jetzt natürlich Kraft, Präzision und Wildheit. Dann dürften die jetzt auch besser sein. Gut, wir haben noch Präzision mit drauf. Dann ziehen wir die noch an. Was haben wir hier drin? Wachsamen Ehrenaxt. Kraft und Vitalität. Plus 1% Schaden. Das ist ja der Wahnsinn. Ehrenhammer, Speerschleuder, Streitkolben, Ehrenpistole, Ehrengewehr. Das ist alles mit Vitalität drauf. Ich würde schon sagen, wir nehmen dann vielleicht die Axt. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel Schaden machen wir denn mit dem 325 waren das. Ist auf jeden Fall weniger. Das ist weniger. Das ist alles weniger. So, dann nehmen wir die Axt. Na, ist jetzt nicht so dolle alles irgendwie. Na gut, dann hätten wir das erstmal. Gehen hier raus. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn? Wir können das jetzt auch noch gar nicht weitermachen, ne? Also, wir brauchen dann erst eine gewisse Stufe, um dann überhaupt mit der persönlichen Geschichte weitermachen zu können. Wenn wir schon hier sind, dann können wir uns noch mal kurz den Punkt hier holen. Auf der anderen Seite, da müsste ich mit den Leuten reden. Gucken wir mal. So, auf jeden Fall. Wie machen wir das denn jetzt? Dann machen wir hier natürlich weiter. Die Frage ist jetzt nur, wir könnten natürlich hier schon mal runter. Oder wir machen das alles ein bisschen anders. Und gehen dann erstmal hier hin. Weil hier haben wir direkt schon so ein Herz. Das gehört dann aber auch noch hier zu den Generalfeldern, oder? Zitterspurtfront. Ja. So viel brauchen wir auch nicht mehr, was Herzen angeht. Es gibt da noch einige Wegmarken. Oh, hier haben wir ja auch direkt wieder eine Menge Zeug. Silber nehme ich jetzt auf jeden Fall mit, weil so oft habe ich Silber noch nicht gesehen. Alles klar, gut. Dann, wir können mit dir auf jeden Fall mal reden. In letzter Zeit kommen viele Reisende. Danke für die Hilfe. Es ist entscheidend, dass die Handelswege zwischen der Knotenpunkt Freistadt und Löwenstein offen bleiben. Freut mich, wenn ich helfen kann, aber sowas von. Löwengardistin, du hast, wie kann ich helfen? Nicht zu erzählen. Auflapp Bergbaugeräte, genau, das war das hier. Haben wir noch eine Löwengardistin. Und ich würde gerne mal schauen, was war denn das hier genau. Können wir direkt ein Event starten. Eine Karawane mit dem Ziel Löwenstein hätte sich eigentlich schon vor einer Stunde bei mir auftauchen sollen. Ich müsste eigentlich herausfinden, warum sie verspätet ist, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Könntet ihr
da für mich ein paar Nachforschungen anstellen. Ich kann euch helfen. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Folgt der Straße nach Norden in Richtung Winterfreistadt. Passt auf, wo ihr hintretet. In der Gegend gibt es Schaufler und Ettin. Und denen scheint es Spaß zu machen, sich an Reisenden zu vergreifen. Danke für die Warnung. Wir werden sehen, was ich herausfinden kann. Ist ja schon mal nett, mit dir so gesprochen zu haben. Was ist denn mit euch hier so? Schützen, Crew, Anführer, Feinde, erkannt, Projektilschild aktiviert. Was? Ich bin kein Feind. Notfall, Reaktionssysteme, pausieren, Eigenscan durchführen, verrückter Golem. Mein undankbarer Helfer weigert sich, mir bei meiner neuesten Unternehmung zu helfen. Begleitet ihr mich? Die Forschung belohnt die Mutigen. Was ist das für eine Unternehmung? Ich beabsichtige, sie davon zu überzeugen, dass Ettin trotz allen Anscheins in Wirklichkeit nicht von Natur aus aggressiv, sondern lediglich missverstanden sind. Wenn man sich ihnen auf die richtige Weise nähert, können sie sogar freundlich sein. Nö, das erledigt ihr besser alleine. Mit dir hier? Wie kann ich helfen? Mein vorschneller Crewleiter ist fest entschlossen, die Elementare zu erforschen. Dabei ignoriert er vollends die Tatsache, dass da Ettin im Weg sind. Hallo? Ich komme kaum zu meiner eigenen Forschungsarbeit, weil ich so sehr damit beschäftigt bin, ihn ständig zu retten. Warum ihm helfen? Obwohl es ihm an Weisheit mangelt, ist seine Grundintelligenz beeindruckend. Sollte ihm etwas zustoßen, werde ich seine Crew übernehmen. Aber bis dahin werde ich weiter von ihm lernen. Wenn auch eher selektiv. Wie zartfühlend von euch. Ja, total. Sowas von... So. Kargott Blutklaue. Die Knotenpunktfreistadt hatte es in letzter Zeit wahrhaftig nicht leicht. Wenn ihr willens seid, hier mit anzupacken, hätten wir Arbeit für euch. Was soll ich für euch tun? Unsere Karawanen wurden überfallen und wir könnten jemanden gebrauchen, der die Nahrungssäcke wieder einsammelt, die überall verstreut sind. Ihr werdet nicht kämpfen können, während ihr die Säcke tragt, aber die Frostfallen werden euch helfen. Überfallen von wem? Ettin und Höhlentrolle. Es scheint, als hätten sie es auf unsere Karawanen abgesehen. Seid auf der Hut. Sie sind grausame Gegner. Nahrungssäcke? Wir sind auf die Lieferungen angewiesen. Bitte bringt sie zurück. Aber ihr könnt sie nicht gleichzeitig tragen und kämpfen. Und wenn ihr zu Boden geht, ist die Nahrung wahrscheinlich hin. Seid vorsichtig mit ihnen. Frostfallen? Legt die Fallen auf eurem Weg hinein aus. Wenn die Bestien euch jagen, werden sie über die Fallen laufen und lange genug eingefroren sein, um euch die Rückkehr zu ermöglichen. Okay, hast du sonst noch was zu erzählen? Erzählt mir etwas über die Knotenpunktfreistadt. Die Knotenpunktfreistadt schützt den Gebirgspass, welcher Holbrack mit Löwenstein verbindet. Wenn diese Freistadt fällt oder wir die Kontrolle über die Straße verlieren, können Vorräte weder in die Nornlande hinein noch aus ihnen herausgeschafft werden. Strategisch wichtiger Punkt. So, was mit euch hier? Können wir noch was kaufen? Mit dir können wir noch... Rollerkreismaul, das ist auch ein super Name. Braucht ihr etwas? Könnt ihr mir etwas über diesen Ort erzählen? Dies ist die Knotenpunktfreistadt. Ja, wir wissen's. Unsere Aufgabe ist es, den Pass für Reisende wie euch freizuhalten. Die Schaufler machen uns das nicht gerade leicht. Aber das ist halt unsere Arbeit. Was ist hier sonst noch los? Wo ist hier die Disco? Jede Menge Bedrohung. Ihr habt die freie Auswahl. In den Höhlen im Süden gibt es Eiselementare und Ettin. Und dann sind da noch unsere nächsten Nachbarn, die Schaufler. Schaufler? Sie suchen die Höhlen im Norden heim. Alles war in Ordnung, bis ihre Tunnel sie in den Pass hinausführten. Jetzt betrachten sie den ebenfalls als ihr Eigentum. Verstehe. Ist das nicht eure zukünftige Schwägerin? Ja, falls ihr es nicht wisst. Sie hat ihre Meinung zu unserer Verlobung. Super. Irgendwelche Gefahren, über die ich im Bilde sein sollte? Ja, ja, Schaufler. Genau, Schaufler. Ja, ja, gut, das hatten wir auch schon. So, was hast du denn noch zu erzählen? Ach. Bleibt auf der Hut. Die Schaufler sind eine ständige Qual, vor allem in dieser Gegend. Wenn ich es mir genau überlege, seid nicht zu wachsam, sonst bleiben weniger, die ich töten kann. Das ist ja super. Das ist ja echt mal der Knaller. So, ansonsten, da können wir nicht hoch, gibt es hier nichts weiter. Wir könnten jetzt hier auch dieses Event mal wieder machen. Warum nicht? Okay.
Ich fühle mich. Adrenalin steigt an! Was hat denn das Ding für ein Radius? Ich wollte eigentlich das hier machen. Na, du hast nicht mehr viel. Verdammt! Oh, die sind halt so nervig. Jetzt roll dich! Ich bin gleich tot! Das wird wohl etwas länger dauern. Ist, glaube ich, gerade so ein bisschen blöd. Diese Etins wirken größer und aggressiver, als ich sie in Erinnerung. Das sind Elementare. Hier gibt es magische Energie. Wer weiß, welche Macht hier wartet. Ich fühle mich stark. Ah, die halten ein bisschen weniger aus. Gewinne Adrenalin! Das ist doch schon mal eine ganz gute Sache. Sie sind ja überall. Es kann nicht mehr weit sein. Ja gut, ist halt ein bisschen blöd mit dem Gewehr. Aber wir können ihn halt auch immer wieder beleben, von daher. Ich sollte da wirklich schneller zu den Äxten wechseln. Die fallen echt eine ganze Ecke schneller um. Muss noch mal gucken, was macht denn die 4 genau?
Haltet für jeden Treffer Schnelligkeit. Nicht mehr lange und ich habe eine erstklassige Probe für meine Arbeit. Bezieht sich das denn mit der Schnelligkeit auch auf normale Angriffe? Fertigkeiten und Aktionen sind schneller. Also mit Aktionen sind auch normale Angriffe gemeint, richtig? Ich glaube. Was macht die hier? Super. Das, also manche Sachen sind hier ja auch so ein bisschen nutzlos. Zumindest sehen sie nutzlos aus. Was für dramatische Musik. Fertig. Verschwinden wir von hier, bevor wir noch erfrieren. Och nö. Also jetzt ist hier, geht's ja aber los. Autsch. Ich brauche auch Hilfe. Urwelt, Albtraumzerstörer. Wo sind wir da denn gerade reingeraten? Interessant. Alles klar, dann geht's mal wieder zurück. Und dann gucken wir gleich mal in die Kiste und schauen, was uns das Level abgebracht hat. So, was ist denn in der Kiste? Eine Belohnung. Geschenk von Scarlett. Wie nett von euch. Was mag das wohl sein? Was haben wir denn jetzt hier alles? Das können wir erstmal wieder wegpacken. Inventarmanagement. Ja, super. Ja gut, Zustandsschaden brauche ich jetzt nicht, aber wegen... Einkraft mehr brauche ich das jetzt auch nicht. Präzision und Zustandsschaden. Nein. Luxus-Ausrüstungskiste. Kraft und Präzision. Das sieht doch schon mal besser aus. Die Sache mit der Heilung ist natürlich ein bisschen Blödsinn. Ja, gut. Machen wir das so. Und da haben wir noch so eine Kiste. Da eine Uhrwerkskiste. Drei Uhrwerk-Zwischenzahnräder. Okay. Schenk von Was zur Hölle? So, Level up. Heldenpunkte, seltene Ausrüstung. Ihr könnt nun seltene Ausrüstung anlegen. Sie unterscheidet sich durch ihren gelben Namen und die verbesserten Werte. Na super, was haben wir denn hier? Kraft und Präzision. Das ist ja schon mal super. Und Präzision kriegen wir noch oben drauf. Zustandsschaden, da nehmen wir natürlich die Handschuhe. So. Wunderbar. Dann hätten wir das. Dann machen wir als nächstes hier das Herz noch. Es müsste doch eigentlich auch reichen, wenn ich hier einfach Attins umhaue, oder? Vielleicht. Mal probieren, so. Ja,
Gut, dann können wir das auch noch eben machen. Gewinne Adrenalin! Gut, diese Kisten will ich da jetzt eigentlich nicht so hin und her schleppen. Dann haben wir das auch schon. Und wer lungert da rum? Champion. Ja, gut, das ist halt ein bisschen blöd für mich alleine hier. Und deswegen schenke ich mir das jetzt auf jeden Fall. Ansonsten gibt es da auch nicht keinen Punkt oder sowas. Sieht nicht danach aus. Okay, gut, dann haben wir das. Sicherheit in der Knotenpunktfreistadt. Diesen Add-ins habt ihr es wirklich gezeigt. Die Knotenpunkt-Freistadt ist eine wichtige Verbindung auf dem Versorgungsweg zwischen Löwenstein und den Nornländern. Ohne euch wäre diese Route vermutlich verloren gewesen. Jetzt können sich Löwensteins Abenteurer und Bürger auch weiterhin an Gütern aus dem fernen Holbrack erfreuen. Danke für eure Hilfe. Teilweise stehen hier dieselben Sachen doppelt und dreifach da drin. Könnte ich mir im Prinzip halt dann auch eigentlich sparen. So, hier ist gerade Action. Dann werden wir jetzt erstmal ein paar Schaufler umhauen. Wie viel springt er denn bitte raus? Innen größer als außen. Ich glaube, ich könnte mich auch ruhig mal heilen und ich könnte mal ruhig hier meine Hunde holen. Ja, super. Jetzt ist super Timing. So, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Da sind auf jeden Fall noch Sachen, aber... Seid stets eurer Crew treu, ich baue auf euch. Alles klar. Nächstes Mal gehen wir, glaube ich, erst hier hin und dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, das machen wir erst nächstes Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.